Sonntagabend, 19.30 Uhr, da sind wir mit der Hessenschau. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Das sind heute unsere Themen. Im letzten Teil unserer Wochenserie Hunde lieber ein tierisches Geschäft zeigen wir heute Friseur und Physiotherapeut für Hunde. Und wir zeigen neue alte Tomatensorten, die richtig nach was schmecken. In unserem ersten Film geht es heute darum, dass in unserem reichen Land viele Menschen zu den Tafeln gehen müssen. Man könnte auch sagen, zur Armenspeisung. Dabei erfüllen die Tafeln noch einen weiteren guten Zweck. Sie helfen nämlich, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, was nicht nur einen moralischen, sondern auch einen wichtigen Umwelt- und Klimaaspekt hat. Aber seit Anfang des Jahres klagen die Tafeln darüber, dass sie etwa ein Drittel weniger Lebensmittelspenden bekommen und gleichzeitig sei die Zahl der Hilfesuchenden gestiegen. 10 Uhr am Freitagvormittag in der Dietzenbacher Tafel. Schnell jetzt, rasch. Das Obst und das Gemüse vom Supermarkt sind gerade eingetroffen. Die ersten Kunden kommen in einer Stunde. Bohnen? Ja, danke. Und weißen Rettich. Es soll gerecht verteilt werden. Bei Obst und Gemüse funktioniert es nach Erfahrung und Gefühl. Man macht schon 8 oder 9 Jahre, mache ich es jetzt schon. Und dann weiß man ungefähr jetzt, was man reingeben will. Und im Grunde wird bei anderen Wagen wie Nudeln oder was auch immer alles durchgezählt vorher, unsere Produkte. Die Supermärkte geben der Tafel nur die Sachen, die sie nicht mehr verkaufen können. Von den Pfirsichen hier sind einige nicht mehr in Ordnung. Die kommen weg. Ich gucke hier die Pfirsiche an und wenn die faul sind, müssen sie in die Tonne. Wenn sie gut sind, kommen sie in die Tüte. Das sind jetzt die Geretteten, die kommen jetzt rüber. Unterwegs mit der Vorsitzenden der Dietzenbacher Tafel. Hinten ist noch ein Lager für die haltbaren Sachen. Also wir haben keine Sachen, die nicht mehr im Haltbarkeitsdatum sind. Das ist alles vorher verteilt, alles. Was hier liegt und wir so sammeln, das sind Dosen, die also noch ein Jahr oder zwei haltbar sind. Ne? 170 registrierte Kunden hat die Dietzenbacher Tafel, behördlich sogenannte Bedarfsgemeinschaften, oft Familien mit Kindern. Es werden dann auch abgezählt 170 Tüten gepackt. Diese Größenordnung Lager braucht man. Anders kann man nicht agieren, weil sie kriegen ja nicht immer nur, sie kriegen ja nicht 170 Zahnpasta, sie kriegen vielleicht 10. So, und wenn ich jetzt jedem eine geben will, muss ich die sammeln, bis ich 170 habe. Es ist nicht so, dass jeder einfach zur Tafel laufen kann und sich ein Päckchen abholt. Die Kunden müssen sich vorher registrieren lassen und einen Bescheid vom Sozialamt vorlegen. Berechtigt sind zum Beispiel Empfänger von Hartz IV oder wer Rente mit Wohngeld bezieht. Ein Teil unserer Kundschaft meint auch, sie haben ein absolutes Anrecht, jede Woche, heute ist viel da, aber nächste Woche ist es weniger, ein Anrecht darauf, das zu bekommen. So ist das nicht. Es ist alles ehrenamtlich. Und keiner von uns hier bekommt Geld. Wir wurden gebeten, diskret zu sein und die Kunden der Dietzenbacher Tafel nicht zu filmen. Anders die Mitarbeiter hier, die Ehrenamtlichen. Sie setzen sich aus vielen Nationen zusammen und nennen noble Gründe, warum sie diese Arbeit hier tun. Ganz einfach, weil es mir gut geht und weil es in der Bibel heißt, dass wir den anderen helfen sollen. Und das ist meine Motivation, weil ich versuche, ein gutes Beispiel zu geben, dass man eben auch einfach was der Gesellschaft wiedergeben kann. Wie helfen können wir Leute, wir armen Leute, weil ich war viel glücklich, weil ich war schon hier, wie helfen können, wir arbeiten. Ich bin so, ja. Sie wollen auch Anerkennung für ihr freiwilliges Engagement. Die Arbeit wird nicht leichter. Die weltweiten Krisen, die uns beschäftigen, wird die Zahl bedürftiger Menschen steigen lassen. Und wir sprechen mit Katja Bernhardt. Sie ist Sprecherin der Tafeln in Hessen. 58 gibt es an der Zahl von Hof Geismar bis Firnheim mit 6.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern und 135.000 Bedürftige, also Kunden werden versorgt. Frau Bernhardt, die Inflation, die gestiegenen Lebensmittelpreise, merken Sie das jetzt? Das merken wir schon, weil wir einen Zuspruch auch an Kunden haben. Es sind seit Anfang des Jahres 35 mehr Kunden bei uns in den Tafeln in Deutschland allgemein.
Wir merken auch schon, dass neben dem Thema eben der Geflüchteten aus der Ukraine, weiteren Kriegsgebieten, dass da eben auch aus der Region viele, viele neue Tafelkunden dazugekommen sind. Sollten vielleicht ganz kurz mal klären, warum Sie von Kunden sprechen? Wir sprechen von Kunden. Es gab mal die Begrifflichkeit der Gäste, aber es ist ein Kunde deswegen auch, weil er einen kleinen Obolus bezahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt aus. Es gibt eine Registrierung jede Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem, wie das Tafelmodell strukturiert ist. Jede Tafel in Deutschland hat ihr eigenes Tafelmodell, auch eigene Gebührensätze. Das gibt's nicht, wird nicht übergestülpt vom Bundesverband. Der ist dann auch Kunde. Und der ist dann Kunde, genau. Jetzt gibt es einen Aufnahmestopp bei einigen Tafeln. Ja. Ist das jetzt schon häufiger der Fall oder sind das nur Einzelfälle? Also es verteilt sich. Wir haben ja auch die Sommerzeit gerade, dass man so ein bisschen auch schaut, was ist nach dem Sommer. Bisher sind es vereinzelte, aber das ist in der Hauptsache auch deswegen, um die Kräfte der Ehrenamtlichen, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schonen. Es ist einfach, um auch Wartezeiten nicht noch weiter nach hinten, Arbeitszeiten nach hinten zu verschieben. Wie wollen Sie denn das Problem lösen? Weil eigentlich wollen Sie ja allen helfen. Das fällt Ihnen ja bestimmt auch schwer, wenn Sie Menschen wegschicken müssen. Ja, das fällt sehr, sehr schwer. Also einen Aufnahmestopp auszusprechen, ist nicht ein Plakat hingehängt und heute nicht, sondern es ist eine sehr schwere Entscheidung. Wir werden mit den Lebensmitteln, die wir noch vom Handel gespendet bekommen, und dazu gehören eher frische Produkte, dazu gehören auch haltbare Produkte, Molkereiprodukte, die werden wir, ich denke mal jetzt auch, wenn der Sommer, die Sommerferienzeit rum ist, nochmal im Überblick verteilen können für die einzelnen Tafeln. Dann was müsste denn passieren, damit Sie tatsächlich allen helfen können? Allen helfen ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, mit allen Gegebenheiten umzugehen. Die Sache ist schon, dass wir die Mengen der Lebensmittel sicher verringern. Es werden nicht mehr diese Mengen an Lebensmitteln verteilt werden können an die Tafelkunden. Wir rufen auch immer wieder Privatpersonen oder Unternehmen auf, Spenden von haltbaren Lebensmitteln an die Tafeln zu geben, was in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, als humanitärer Einsatz auch der Tafelidee durchaus entspricht. Jetzt könnte man ja erwarten, dass Sie politische Forderungen auch erheben, dass Sie sagen, die Bedarfssätze müssten erhöht werden, damit gar nicht so viele Menschen als Kunden zu Ihnen kommen müssen. Das tun Sie aber nicht. Warum? Das tun wir nicht, weil wir uns als Tafeln auch schon als Grundsatz aufs Heft schreiben, dass wir nicht politisch aktiv sind und auch nicht, dass wir so unsere Eigenständigkeit da behalten. Tafeln sind ein Ergänzungsprogramm in Deutschland, in Hessen, in Deutschland und nicht eine Abteilung von Behörden. Das Katja ist Bernhard von den Hessischen Tafeln, vielen Dank und alles Gute für Danke Ihre Arbeit. Danke Ihnen vielmals. Bis bald. Damit kommen wir zu unserem Nachrichtenblock, auch heute wieder im kurzen Überblick. Hart, schnell, dreckig. Das Fräsenrennen auf der Hochstädter Kerb in Bensheim. Ursprünglich Bodenfräsen für den Acker, sind die Zugmaschinen auf bis zu 80 PS aufgebrezelt. 20 Teams schenken sich heute hier nichts. Der Fahrsport auf der Hochstädter Kerb hat eine jahrzehntelange Tradition und zieht viel Publikum auch von außen an. Heute kamen 1800 Besucher. Ganz früher, als die Fahrradkette noch nicht erfunden war, konnte man höher sitzen und hatte den Überblick. Die Velocipediade in Gersfeld ist die Veranstaltung für die Freunde historischer Fahrräder. Nicht nur die Hochräder zogen nostalgische Blicke auf sich. Mitglieder des Vereins historischer Fahrräder kamen aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland, um ihre schönen Räder vorzuführen und die alten Freundschaften zu pflegen. Weitergedreht haben wir heute die Geschichte von DJ Bernd Kuchinke. Der hat nämlich wieder einen Dokumentarsong produziert. In diesem Jahr gab es eine Premiere. Zum ersten Mal hat sich einer der Kuratoren der großen Kunstausstellung beteiligt. Reza Afisina vom Künstlerkollektiv Ruan Grupa hat den Text eingesungen. Er rezitiert darin die Grundsätze der Lumbung-Werte. Immer wieder ertönt das Wort Collectivity. Denn nur gemeinsam könne etwas Gutes entstehen, da ist sich der Künstler sicher. Top 15.
Bernd Kuchinkes Dokumenta-Song klingt nach einem modernen Mix des Besten aus den 80ern. Ein bisschen Pet Shop Boys, ein Hauch Depeche Mode, alles zusammen 100% Kuchinke. Der DJ ist in Kassel seit Jahrzehnten eine feste Größe. Sein Song sollte eigentlich schon Anfang Juli erscheinen, doch da war wegen des Antisemitismus-Skandals niemandem so recht nach Tanzen zumute. Mein größter Wunsch wäre, dass es einfach wahrgenommen wird, weil wir haben ja dann da kann man ja auch nicht drum herum reden. Wir hatten eben diese schwierige Situation, dass am Anfang jetzt alles überschattet war. Es kaum noch durchgedrungen ist, auch in der weltweiten oder deutschlandweiten Öffentlichkeit, was das, und das ist jetzt kein Promo rumgesülze, was das für eine tolle Ausstellung ist. Wir haben ja 1500 Künstler, es passiert wahnsinnig viel, wenn man über die Dokumenta läuft und man sieht viele lachende Gesichter. Manifesto heißt der Song und Sänger ist Reza Afisina vom Dokumenta-Kuratoren-Kollektiv Ruan Grupa. Die beiden haben sich in Kassel zufällig auf einer 80er-Jahre-Party kennengelernt und festgestellt, dass sie einen ganz ähnlichen Musikgeschmack haben. Wave und Britpop haben sie geprägt. In seiner Heimat Indonesien ist Reza Afisina nicht nur als Künstler bekannt, sondern auch als DJ. Er hat mir seine Idee vorgestellt. Ich sollte in dem Text erzählen, was wir mit der Dokumenta 15 erreichen wollen. Und das Ganze sollte sich dann auch noch reimen und zu der Musik passen. Am Anfang war ich etwas irritiert und konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Dann kam Bernd und wir haben die Aufnahme gemacht. Und nach dem ersten Versuch hat er gesagt, klasse, so lassen wir das. Das war perfekt. Das hat wunderbar geklappt. Und wie Risa gerade schon sagte, one take. We got it. Yeah, we got it. Vor 5 Jahren hatten wir DJ Bernd Kuchinke und sein Team beim Videodreh zu ihrem damaligen Dokumenta-Song begleitet, einem sogenannten Deep House Track. Das Motto der Dokumenta 14 von Athen lernen hatte ihn zu dem Song inspiriert. Dadurch, dass die Dokumenta 2 Veranstaltungsorte hatte, halt Athen und Kassel, war es halt naheliegend, sozusagen beide musikalisch abzubilden. Und ja, der Sound von Griechenland ist für die meisten Leute definiert durch die Bouzouki. Insgesamt hat Bernd Kuchinke jetzt schon 4 Dokumenta-Songs produziert. Alle gehen musikalisch in völlig unterschiedliche Richtungen. Die Idee kam ihm erstmals zur Dokumenta 10 1997. Damals hatte er den Song Document Dance Division veröffentlicht. 2012 zur Dokumenta 13 samplte er eine Rede der damaligen Leiterin Caroline Christoph-Bakajiev. Die Dokumenta-Songs sind für Bernd Kuchinke eine absolute Herzensangelegenheit. Ja, das ist einfach meine Verbundenheit mit meiner Hometown, mit Kassel. Ich verteidige Kassel immer gegen alle bösen Vorurteile, lebe seit sehr vielen Jahren hier sehr gerne. Und so genießt Bernd Kuchinke im Moment den Trubel seiner Heimatstadt in vollen Zügen und hofft natürlich darauf, dass sich so viele Menschen wie möglich seinen Dokumenta-Song Manifesto runterladen. Der ist nämlich auf Spotify, Amazon und überhaupt allen Streaming-Portalen, die es so gibt, erhältlich. Damit reich werden ganz bestimmt nicht, nein. würde ich das auch teilen. Mit Ruan Grupa, weil die ja auch dieses Ökosystem nennen sie das ja. Also alle Einnahmen, die jetzt zum Beispiel erzielt werden, durch und auf der Dokumenta, werden ja in einen großen Pott eingezahlt und dann wird es halt verteilt nach gleichen Anteilen. Wäre toll, wenn ich da einen Beitrag zu leisten könnte. Mit einem Monat Verspätung soll Manifesto am kommenden Freitag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die große Release-Party findet natürlich in Kassel statt, im Club Frau Tanz. Bernd Kuchinke hofft darauf, dass Frau, aber auch Mann, jetzt wieder mehr nach Tanzen zumute ist. Einer der weltbesten Billardspieler kommt aus Fulda und im Moment ist er gerade in der Heimat zu Besuch. Heiko Neumann mit dem Sport. Ja, wenn's zu Tisch geht mit diesem Kö in der Hand, da gibt's dann kaum einen besseren auf der Welt als ihn, als Thorsten Hohmann. Der lebt mittlerweile in New York, aber immer wenn der Billardstar zu Hause in Fulda ist, geht sofort zu seinem alten Club und dann ran an die Kugeln. Wenn die Welt doch keine Kugel ist, sondern eben flach mit Kugeln drauf, dann geht's um Billard und einen Hessen, der das Spiel beherrscht wie kaum ein zweiter. Mein Name ist Thorsten Hohmann und ich bin Profi-Billardspieler.
Vielfacher Weltmeister ist der Mann aus Fulda in unterschiedlichsten Disziplinen, deren Faszination aber immer die gleiche ist. Jeder hat schon mal Billard gespielt und dann einfach süchtig gewesen. Ja? Wenn du einmal gezeigt bekommst, wie du die Kugeln doch beeinflussen kannst, dann willst du immer mehr und mehr. Doch viel mehr geht bei Thorsten Hohmann nicht. Vergangenes Jahr wurde er in die Hall of Fame des Billards aufgenommen. Eine große Ehre. Turniere kannst du durch eigene Arbeit gewinnen und hast darauf direkten Einfluss. Aber dann von deinen Kollegen, den Billardkollegen von der Industrie, von den Medien, für dein Lebenswerk gewürdigt zu werden, das ist schon was ganz Besonderes. Die Party fand dann in New York statt. Dort lebt der Hesse, steht in seinem Club auch mal mit Promis wie Sänger The Weeknd am Tisch. Und trotzdem sehnt sich der 43-Jährige nach seiner Heimat. Ich muss sagen, das vermisse ich doch sehr. Das ganze, der ganze Ligabetrieb und in der Mannschaft zu spielen, auf die Spieltage zu fahren. Jetzt haben wir es geschafft, erste Bundesliga. Muss mal gucken, wie es zeitlich passt. Das ist natürlich auch ein Riesenaufwand für die Spieltage, dann aus New York einzufliegen. Bin dann wahrscheinlich total kaputt und muss dann Leistung bringen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es die Saison klappen wird. Davor geht es am kommenden Wochenende bei den European Open schon um einen internationalen Titel. Austragungsort Fulda, Heimspiel für Hohmann. Jetzt kommt die Welt zu mir, in meine Heimat nach Fulda. Das ist sensationell. Na, da hat sich die Geduld aber mal ausgezahlt für Zweitligist Darmstadt 98 in Braunschweig. Erst einen Elfmeter verschossen, aber 4 Minuten vor Schluss hat Wilhelmsson dann doch zum Sieg getroffen. Nach 3 Spieltagen ist Darmstadt jetzt 9. mit nur einem Pünktchen Rückstand auf den Tabellenführer. Ja, im Supercup-Finale geht es am Mittwoch für Frankfurt in Helsinki gegen Real Madrid. Gleich das nächste Hammerspiel für die Eintracht. Und jetzt ist ganz wichtig, richtig durchschütteln und diesen roten Münchner Wirbelsturm vergessen, der da vorgestern über Frankfurt gefegt ist. Kevin allein zu Hause im eigenen Stadion. Fast ungebremst rollte da eine rote Walze durch seinen 16er direkt auf ihn zu. 6 Watschen gegen die Bayern. Dann geht's halt patsch, patsch, patsch. Gegen Real Madrid muss alles anders werden und vieles deutlich besser. Und jetzt haben wir Mittwoch dann die Gelegenheit gegen Real Madrid, die natürlich über ähnliche Qualität wie die Bayern verfügen, das besser zu machen. Aber wie soll das gehen, wenn gerade jetzt Unruhe herrscht oder von außen hereingetragen wird? Über allem die Frage, geht Superstar Philipp Kostic oder bleibt er? Ich amüsiere mich, weil ich war auch heute im Hotel. Mein Sohn hat mir geschrieben, spielt Kostic überhaupt noch am Abend? Und ich hoffe, er ist noch im Zimmer. Aber dieses Gerücht habt ihr vertrieben, in die Welt gesetzt. Ganz gleich, wer da am Mittwoch auf dem Rasen steht. Eintracht Frankfurt ist an guten Tagen in der Lage, sich auch gegen die ganz Großen zu behaupten. Und eins ist jetzt schon klar. Auf den 12. Mann ist im Supercup gegen Real Madrid in Helsinki ganz sicher verlassen. Mit Sicherheit, ja. Und mehr Sport, den gibt es dann nachher noch bei uns im hr-Fernsehen ab 10:55. Und jetzt ist Andreas wieder dran. Hundeliebe ist ein tierisches Geschäft mit krassen Auswüchsen. Das haben wir diese Woche in unserer Serie gesehen. In unserem letzten Teil, da wird es, ich glaube, der wird auch polarisieren, weil es Hundeliebhaber geben wird, die finden Friseure und Physiotherapeuten für Hunde ganz normal. Und es wird Menschen geben, die das in einer Welt mit viel Armut zumindest mal irritierend finden werden. Eine Wellness-Massage für Amy. Hat sie sich das nicht verdient nach den vielen Drehtagen? Nein, das ist Menschendenken, denn bis sie einmal so lag, hat es gedauert. Von wegen Entspannung für meinen Hund. Wir sind bei der Tierphysiotherapeutin Karina Hofmann in Bad Vilbel. Sie behandelt hier kranke und alte Hunde. Ich war mit Amy noch nie in einer Hundephysio und bin beeindruckt, was hier alles angeboten wird. Manuelle Therapie, Massage, klassische Massage, Lymphdrainage, Stromtherapie. Sie bietet auch Laserbehandlungen an. Das komplette Programm für Menschen gibt es hier für Hunde. Seit 1,5 Jahren kommt dieser Hund regelmäßig hierher. Etsy hat Hüftprobleme und ist noch jung.
Eine Stunde Massage inklusive Krankengymnastik kostet 65 Euro. Dafür gibt es unterschiedliche Übungen. Das ist wie bei uns, wenn wir über den Barfußpfad laufen. Da werden die Nerven anders beansprucht. Und das Gleiche macht so eine Puzzlematte auch mit verschiedenen Untergründen. Und die Wippe ist im Prinzip dafür da, Kraftaufbau zu betreiben, ohne dass der Hund sich großartig anstrengen muss. Patient Hansi wird bald 10. Er bekommt eine Akupunktur zur Entspannung und gegen die Schmerzen, erfahre ich. Auch unter Wasser wird trainiert. Muskelaufbau und Konditionstraining sind das Ziel. Seit gut 3 Jahren kommt der Hund hierher, anfangs jede Woche, jetzt alle 2 Wochen. Die Kosten für die Besitzerin sind enorm. Dazu kommen Medikamente und Tierarzt. Meistens zahlt sie über 1.000 Euro pro Monat. Er war 6, als er hinten links gelähmt war. Und soll ich den jetzt einschläfern lassen? Oder? Das ist kam nicht in Frage. Und die Energie und den Aufwand betreiben wir gerne. Ist uns der kleine Kerl auch wert. Also ist ein Familienmitglied, gehört dazu. Und wäre schlimm, wenn es anders wäre. Allerdings muss man sich das erstmal leisten können. Für uns kann ich mir das nicht vorstellen. Einmal waschen, schneiden, föhnen bitte. Auch für die Pflege des Hundes wird viel ausgegeben. Die Kosten im Hundesalon in Bad Homburg liegen zwischen 80 und 120 Euro. Den Ohrenschutz wegen des Föhns gibt's dazu. Für Amy ist das hier alles Stress. Sammy hingegen kennt das. Er wird regelmäßig gewaschen und geschoren. Danach sieht der Bichon wieder aus wie neu. Melanie Schmidt ist geprüfte Heimtierpflegerin. Ich pflege Amy selbst und möchte wissen, warum die Besitzer ihre Hunde nicht selbst kennen und waschen. Wir waschen die Hunde beispielsweise komplett anders wie der Besitzer zu Hause. Und stellen sich vor, sie wohnen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, haben nur eine Dusche und haben einen großen Hund. Dann wird es schon recht schwierig. Aber das ist ein Grund, warum die Hunde bei uns sind. Und bringen den Hund, wissen, der Hund ist hier gut aufgehoben und ist wunderbar und schön wieder und können wieder abholen. Und sie haben die Arbeit nicht zu Hause und auch den Dreck nicht zu Hause. Bei Sammy fehlt jetzt nur noch der Feinschnitt. Besitzerin Carola Eifler ist begeistert über das Ergebnis. Sammy ist ihr erster Hund und sie damit zum ersten Mal Stammkundin beim Hundefriseur. Ich kann's nicht, ich hab's probiert, ich habe ihn schon verschnitten. Und also für mich, er muss alle 5 bis 6 Wochen, möchte ich, dass sich der Hund frisch gepflegt, und zwischendrin mache ich es natürlich auch noch. Aber ich kann's nicht und deswegen überlasse ich das den Profis. Und ich sag, ihm soll's genauso gut gehen wie uns. Dafür hat sie in den vergangenen 3 Jahren allein für die Pflege bis zu 4.000 Euro ausgegeben, schätzt sie. Und wie bei uns Menschen, wenn wir zur Gesichtsbehandlung gehen, gibt es im Hundesalon auch passende Pflegeprodukte fürs Fell. Ich wasche Amy nur, wenn sie sich gewälzt hat und stinkt. Wir tragen nicht zum Umsatz der Tierfriseure bei. Der Wirtschaftsfaktor Hund ist enorm. Ob Hundeschule, Versicherung, Betreuung, Hundesteuer, Tierarzt oder Bestattung, da kommt einiges zusammen. Geschätzte 5,6 Milliarden Euro pro Jahr geben wir insgesamt für unsere Hunde aus. Meiner Meinung nach braucht es gar nicht so viel. Viel wichtiger ist, der Hund will sich bewegen, er will beschäftigt werden. Und das ein Hundeleben lang. Amys Vorgängerin wurde 16. Ein Hund kostet also vor allem Zeit. Und man sollte ihn nicht mit einem Menschen verwechseln. Für mich ist es am schönsten, wenn Amy Hund ist und ich Mensch. Hätten Sie gedacht, dass es mehrere tausend Tomatensorten gibt? Das Ursprungswort bedeutet in der Aztekensprache Nahuatl ulkigerweise dickes Wasser, was ja ziemlich gut den Geschmack vieler Supermarkttomaten wiedergibt. Dabei können Tomaten auch richtig lecker sein. So erklärt sich vielleicht auch der alte deutsche Name Liebesapfel oder Paradiesapfel. Die Liebe von Janke Meyer zur Tomate, die ist so groß, dass sie alte Sorten vorm Aussterben bewahrt und die Tomate sogar zu ihrem Beruf gemacht hat. Sie heißen Bonnie's Best, Powers Heirloom, Blueberry, Goldita oder Striped Roman. Alte Tomatensorten, und die wachsen alle in Janke Meyers Gewächshaus in Dreieich-Sprendling.
Das ist neben der Vielfalt und der Farbe, man sieht es ja hier, ne, was es für unfassbar tolle Sorten gibt, ist es ganz einfach und banal erklärt, es ist der Geschmack. Ich habe dieses Jahr ja 44 Sorten und jede dieser Sorten schmeckt anders. Man kennt das vielleicht auch von Äpfeln oder so, ne? Aber von den Tomaten kennen es einfach die wenigsten, dass die Geschmäcker so unterschiedlich sind. Süß, säuerlich, nach Beeren schmeckend. Das ist einfach gigantisch toll. Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei hat Janke Meyer ein Gewächshaus und einen kleinen Garten gepachtet und seit 3 Jahren züchtet sie hier alte Tomatensorten. Sie ist eine echte Aussteigerin, denn vorher hat sie bei Swiss International Airlines als Marketingleiterin für Deutschland gearbeitet. Ich hatte zu der Zeit gerade beschlossen, meinen Marketingmanager-Posten an Nagel zu hängen. Hatte da auch einen Tinnitus gekriegt und solche Geschichten und habe gesagt, ich mache Pause und überlege ich, was ich danach machen möchte. Und das kam dann alles zusammen. Und als mir dann wirklich klar wurde, dass die alten Sorten auch wirklich am Aussterben sind, wenn man sich nicht um das Thema kümmert, da war ich Feuer und Flamme und ja, 4 Jahre später stehen wir inmitten von Tomaten, von alten Tomatensorten. Und es hat sich rumgesprochen. Der Verkauf von Tomaten ist jetzt in vollem Gange. Einer meiner Lieblinge ist feste, die Brandywine, das ist die hier. Ja. Die ist richtig feste vom Fruchtfleisch, wie so eine Wassermelone. Und oder die Old German, die ist so marmoriert innen drin. Und die Leute kommen zum Teil sogar aus dem Taunus, wenn hier im Süden von Frankfurt 2-mal pro Woche alte Tomatensorten verkauft werden. Ich habe von einer Freundin gehört, dass es hier so gute Tomaten gibt. Und da ich für mein Leben gerne Tomaten esse, das ist Kindheit, das ist Sommer, das ist Sonne, habe ich gedacht, machst den Weg, bisschen früher weggefahren vom Schwimmen, hier vorbeigeradelt. Und jetzt bin ich hier und kaufe Tomaten. Ich kaufe jetzt die vollreifen Tomaten, die wirklich die Sonne drin haben, jetzt diese Sonne hier. Und die koche ich ein und passiere sie. Und das Passierte wird dann eingefroren in Gläser und das alles. Die haben eigentlich ein ganz besonderes Aroma, im Gegensatz zu so diesen ja, Supermarkt-Tomaten, nenne ich sie mal. Das Kilo gemischter Tomaten kostet 8 Euro, ungefähr so viel wie auf den örtlichen Märkten, sagt Janke Meyer. Ihr Geschäft mit Tomaten von der Blümchenwiese trägt sich zwar noch nicht selbst, aber das wird sich möglicherweise bald ändern, denn die Mundpropaganda der Kunden verbreitet sich schnell. Ja, klingt interessant. Jetzt gleich das Wetter mit Tim Frühling und nach der Tagesschau heißt es bei uns immer wieder sonntags aus dem Europapark die große Showsendung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Nächste Woche ist Hülya für Sie da, Hülya Deneli und Marcel Wagner. Ja, kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss, bis bald.